Da sind wir wieder beim Madden NFL 20. Wir sind in der Journey NFL 100 unterwegs. Die Reihe zum 100. Geburtstag der NFL, der in diesem Jahr gefeiert wird. Wir sind im Jahr 1946. Wir haben eine 3-Sterne-Herausforderung. Wir sollen das Spiel gewinnen. Wir kriegen einen Bonus, wenn wir 3 Touchdown-Pässe im Spiel erzielen. So, wir treten an gegen die Chicago Bears. Wir liegen mit 14-7 hinten. Sind im ersten Quarter, das ist noch 1:30 zu spielen und wir haben den Ball an der eigenen 30-Yard-Linie. Lauf über die Außen. Schauen wir doch mal, ob wir hier ein Laufspiel etabliert bekommen. Gegen die Chicago Bears, eine der besten NFL-Defenses in diesem Jahr. Schöner Move von Elliott. Immer noch auf den Beinen. Da kommt er bis an die 49-Yard-Linie. Ganz starker Run von Elliott. So. Dann nehmen wir jetzt mal ein Play-Action-Bubble-Jay over, in der Hoffnung, dass er mit diesem Laufspiel die Bears so ein bisschen vorsichtig werden lassen. Ein ganz riskanter Ball von Prescott hier an der Stelle. 2010, da habe ich Glück gehabt, dass der nicht intercepted wurde. Wir täuschen jetzt den Lauf über Elliott rechts an, laufen dann aber über die linke Seite. Kriegen da auch ein paar sehr, sehr schöne Vorblocks. Und Elliott ist an der 36. Das Laufspiel funktioniert. Unser Passspiel aber noch nicht. Cooper und Gallup von der rechten Seite. Der Ball geht zu Gallup. Wir sind an der 13-Yard-Linie von Chicago. Nehmen wir den Trail. Wieder achten wir auf Gallup. Cooper, Witten und halt Gallup attackieren die Mitte. Und Gallup ist in der Endzone zum Touchdown für die Cowboys. Da haben wir doch gleich mal unseren ersten Passing-TD erzielt. Und das ging sehr, sehr gut. So, der PET ist auch gut. Und wir haben ein Unentschieden mit dem Ende des ersten Quarters. Steht es hier 14-14. Und wir haben 5 Minuten pro Quarter. Da müssten wir wohl noch 2 Passing-Touchdowns hinbekommen, oder? Auch gegen diese bärenstarke Defense. Bärenstarke Defense aus Chicago. Man beachte das Wortspiel. So, der Return der Bears ist gestoppt an der 31-Yard-Linie. Erster Versuch und 10 für Mitch Trubisky und die Offense der Bears. Wir stellen unsere Defense entsprechend ein. Cover one hole, damit beginnen wir. Erster und 10 an der 31. Lauf über die Außen. Oh, 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 ganz gefährlich, weil da bin ich sehr verwundbar. Cohen bis zur 49-Yard-Linie. Mit einem Laufspielzug sind die Bears erster Versuch und 10 für Chicago. Vollständiger Pass. Oh, da hat Anthony Brown mal überhaupt nicht gewusst, wo der Ball ist. Zweiter Versuch und 4 damit. Guter Drive von Chicago. Oh, ein tiefer Ball, der ist incomplete. Byron Jones hat da gut aufgepasst, musste aber auch ran, sonst wäre das, glaube ich, auch ein Touchdown gewesen. Dahinter war niemand mehr. Dritter und 4. Wir können Chicago stoppen. Und das gelingt, denn der Ball ist überworfen von Trubisky. An der 45-Yard-Linie der Cowboys stockt der Drive der Bears. Ich schicke mal eine Safe-Formation aufs Feld. Ich bin da sehr vorsichtig und ich hasse es, auf irgendwelche Fakes hineinzufallen. Aber das ist ein ganz normaler Kick von Chicago, der an der 24-Yard-Linie jetzt ausgeht. Oh, der war nicht gut. Das war gerade mal ein 20-Yard-Punt. So, Belly Week, wir laufen erst einmal von rechts, kommt ein Blitz, da täuschen wir den Lauf hin an. Wir laufen dann aber über die linke Seite. Da war die Lücke da, aber die war ganz schnell wieder zu. Zweiter Versuch und 6. An der 27-Yard. Wir attackieren die Mitte mit Witten und mit Olawale. Ich achte links außen auf von Mike Cooper. Der wird aber gedoppelt. Wir gehen auf unseren Tight End. Wir gehen auf Jason Witten. Und der kommt direkt mal bis an die 49-Yard-Linie von Chicago heran.
So, Laufspiel durch die Mitte, Halfback ISO. Elliott, First Down Cowboys an der 36-Yard-Linie. So, wir nehmen den Stick, wir schicken Kopf von links auf eine Slant. Witten ist meine Sicherung. Wir nähern uns schon dem Two-Minute-Warning. Kopf mit dem Catch. Ball an der 29-Yard. Das war das letzte Play, nehme ich mal an, vor dem Two-Minute-Warning. Ja, da passiert nichts mehr. Die letzten zwei Minuten der Partie brechen an. Und wir spielen beide auswärts, denn wir sind im MetLife Stadium der Giants hier zu Gast. Hätten sie wesentlich mal die Endzone umlackieren können. So, 2-2. Cooper und Kopf von der linken. Gallup von der rechten Seite. Schauen wir mal, dass wir hier eine Lücke finden. Kopf ist meine Lücke. First down in der Red Zone von Chicago. So, wir nehmen den Slot Drive. Wir achten auf Witten, der die Mitte attackiert. Elliott kommt aus dem Slot. Und bei Cooper hoffe ich, dass der frei ist. Der ist frei und bringt den Ball an die 1-Yard-Linie. Ein Riesen-Catch von unserem Wide Receiver. Aber auch ein Wahnsinnswurf von Dak Prescott. So, die Bears blitzen mit allem, was sie haben. Cooper in der Endzone, Touchdown Dallas. Das war der zweite Passing-TD und damit gehen wir in Führung. Das läuft doch hier gerade alles richtig rund. Wir kriegen den Ball gut bewegt, eine gute Mischung zwischen Run- und Pass-Offense. So schnell kann ein Spiel gedreht werden. 1:11 haben wir aber noch zu spielen im zweiten Quarter. Das heißt, hier ist noch mächtig viel Zeit auf der Uhr. Der Kick geht bis an die 3-Yard-Linie. Wird dort aufgenommen von den Bears. Der Return, ups, endet an der 28-Yard-Linie. Erster Versuch und 10 für Chicago. Ball an der 28. Vollständiger Pass. Byron Jones ist da. No Huddle Offense jetzt. Natürlich der Bears. Stellen sich direkt wieder auf. Und sehr gut abgewehrt. Incomplete Pass. Dritter und 7. Ball an der 31-Yard-Linie. Incomplete Pass von Trubisky. Oh weia, die Bears sind echt mal ziemlich von der Rolle. Wir haben einen 4. Versuch und 7. Wir sehen jetzt den Punt. An der 19, Renfro mit dem Return. So. Jetzt haben wir noch 30 Sekunden auf der Uhr. Wir haben noch alle drei Auszeiten. Wir bräuchten noch einen Passing-Touchdown, dann hätten wir die Bonusaufgabe schon erledigt. Kopp und Cooper attackieren die, kommen von links und attackieren die rechte Seite mit der Slant Route. Gallup von der rechten und der attackiert die linke Seite. Wir gehen erstmal auf Amari Cooper. Der läuft ins Aus, hält damit die Uhr an. Wir sind an der 49-Yard-Linie von Chicago. Aber selbst wenn wir es hier jetzt gleich nur schaffen sollten, nur in Anführungszeichen ein Field Goal mitzunehmen, wäre das eine schicke Sache. Wir nehmen den Trail, attackieren die Mitte mit Witten, mit Cooper und mit Gallup. Wir gehen auf Jason Witten und wir sind an der 38-Yard-Linie. Da nehme ich jetzt meine erste Auszeit, 18 Sekunden vor dem Ende der ersten Halbzeit. So, jetzt riskieren wir nochmal was. Fade Smash, Witten attackiert die Mitte, wir achten auf Gallup. Besonders achten wir auf Cooper, der aus dem Slot kommt. Ein wunderbarer Catch von Jason Witten, der den Ball an die 13-Yard-Linie bringt. Zweites Timeout der Cowboys. So, Kopp und Cooper von links auf Slants, Gallup von rechts. Jetzt will ich auch in die Endzone. Da ist der Ball und der ist intercepted. Oh, und jetzt bitte keine Pick-Six, Freunde. Interception zum Ende der ersten Hälfte. Wir führen aber mit 7 Punkten, 21 zu 7. Der Halbzeitstand gegen die Bears von Nagy.
letztes Jahr ja Head Coach des Jahres geworden. Hat hier die Bears zum Divisionstitel geführt, vor den Vikings, vor den Packers, ja, und vor den Lions, aber das ist keine große Kunst. So, der Return geht bis an die 31-Yard-Linie. Erster Versuch und 10 zu Beginn der zweiten Hälfte. Jetzt kommt wieder dieser wichtige erste Drive in der zweiten Hälfte der Partie. Wir wollen mal schauen, was Chicago da macht. Oh, ein guter Pass, auch eine kurze Slant Route. Erster Versuch und 10 für die Chicago Bears an der eigenen 43-Yard-Linie. Wieder ist es Tariq Cohen. Und schon sind die Bears kurz vor der Endzone an der 48. 2. und 5. Wieder eine Completion. Ball ist an der 45-Yard-Linie. Ja, Chicago geht hier mit ziemlicher Wut im Bauch in die zweite Hälfte der Partie. Die Interception hat ihnen gut getan. Wieder Tariq. Jetzt sagt aber schon die, es reicht irgendwo. Zweiter Versuch und 8. Ball an der 43-Yard-Linie. Und wieder ein vollständiger Pass. Der Ball ist an der 23-Yard-Linie der Cowboys. Also momentan sieht meine Defense nicht gut aus. Wir sind nicht in der Lage, mal ein zweites oder drittes Down sogar zu generieren. Ganz im Gegenteil, die Bears sind in der Red Zone und haben einen First and Goal an der 9-Yard-Linie meiner Cowboys. Boah, Leute, jetzt passt aber bitte auf. Ich will hier nicht den Gleichstand hinnehmen, das Unentschieden kassieren. Field Goal, das würde ich ja noch gerne zulassen, aber bitte kein TD. Aber Trubisky will den TD. An der 5-Yard-Linie nach dem vollständigen Pass ist der Ball jetzt schon. Wir haben ein Second and Goal. Ein ewig langer Drive von Chicago. Und der endet mit dem Touchdown. Boah, da sahen wir aber mal richtig schlecht aus. Jetzt noch der PET. Awuzie versucht zu blocken. Das gelingt mal überhaupt nicht. Wir haben ein Unentschieden. 21 zu 21 zwischen den Bears und den Cowboys. Hätte ich doch auf Nummer sicher gespielt und das Field Goal mitgenommen kurz vor der Halbzeit. Hoffentlich wird das nicht der Knackpunkt des Spiels in der Rückschau sein. An der 5-Yard-Linie der Return. Immer noch unterwegs. Renfro immerhin bis an die 37-Yard-Linie von Chicago. Erster und 10 erst in der zweiten Halbzeit jetzt für meine Dallas Cowboys. Wir laufen erstmal mit Elliott über die Außen, ein Halfback-Stretch. Es geht über die linke, über die kurze Seite. Das war gar nicht verkehrt. Elliott bis an die 45-Yard-Linie. Lauf durch die Mitte, der Halfback-Dive. Ich gebe hier Audible in einen Pass. Das ist eine reine Run-Defense, die wir hier sehen. Amari Cooper mit dem Catch und dem neuen First Down. Wir sind in der Hälfte von Chicago angekommen. Erster und 10. Wir nähern uns dem Ende des dritten Quarters. Elliott läuft durch die Mitte. Wartet da, bis er die Blocks bekommt. Und bringt den Ball an die 38-Yard-Linie von Chicago. Das dritte Quarter ist vorbei. Wir haben hier ein ganz, ganz enges Spiel. Erster und 10. Wir nehmen einen Passversuch. Wir nehmen den Stick. Wir schicken Kopf von links auf eine Slant. Witten ist meine Sicherung. Wir gehen auf Jason Witten. Der hat den Ball. Und wir sind an der 32-Yard-Linie. Zweiter Versuch und 4. Prescott macht ein gutes Spiel. Das gefällt mir gut, was er hier macht, unser Quarterback. So, Lauf durch die Mitte, Halfback Dive. Blitz von der linken Seite angesagt. Da werden wir also nicht viel warten können. First Down, Ball an der 28-Yard-Linie. So, wir nehmen den Texas, attackieren die Mitte mit Witten. Und mit Ola Whale. Ich achte links außen auch auf Amari Cooper.
Der ist aber sehr gut gecovert. Der Ball geht zu unserem Fullback und der lässt ihn fallen. Aber wenn ich eins hasse, sind es Bälle, die fallen gelassen werden. Obwohl der Receiver Muttersehen alleine ist. Und das war so eine Situation. Drive-Through-Corner. Kopf von rechts geht gleich in Motion. Ich achte auf die beiden Tight Ends. Jarwin und Witten. Und los geht's. Oh, und jetzt ist Prescott. Der war der erste richtig schwache Pass von Prescott. Und wir haben ein Problem. Wir haben einen dritten und 10 an der 28-Yard-Linie von Chicago. Wir schicken Witten über die Mitte. Ich achte auf Amari Cooper im Slot. Elliott, oh Gott, was ist denn los? Jetzt ist Prescott wieder mal komplett von der Rolle. Das ist immer so beim Quarterback, der spielt richtig gut und dann ein Stolperpass und danach geht auf einmal überhaupt nichts mehr. Hier bleibt nur das Field Goal. 24-21 gehen wir in Führung. So, der Kickoff ist unterwegs. Geht bis in die Endzone von Chicago. Ja, wir müssen uns jetzt was einfallen lassen. Wir müssen die Bears hier irgendwie gestoppt kriegen. An der 24-Yard-Linie endet schon mal der Return. Chicago. Cover one hole. Erster Versuch und 10. Oh, da war eine Bewegung in der O-Line. Da geht's 5 Yards nach hinten. Erster Versuch und 15 damit. Das werde ich mal als ein gutes Signal. Und das ist ein Sack. Die Marcus Lawrence kommt durch. Jetzt haben wir einen zweiten Versuch und 22, Freunde. Und wieder kommt die Marcus Lawrence. Freunde, irgendjemand Trubisky tackeln. 20-Yard-Run durch den Quarterback. Da werde ich wahnsinnig, wenn ich sowas sehe. Tariq Cohen durch die Mitte, neues First Down. Och Leute, Mann, das ist zu leicht. Erster und 10 an der 42-Yard-Linie. Incomplete Pass von Trubisky. 2 Sekunden vor dem Two-Minute-Warning. Oh, das wird eine so enge Nummer hier in diesem Spiel. Vollständiger Pass von Trubisky. 2 gebrochene Tackle hintereinander. Chicago dominiert hier das Spiel. Anders kann man das nicht nennen. Die zweite Halbzeit komplett bei den Bears. Erster und 10 an der 38-Yard-Linie. Das heißt, die Field-Goal-Range haben sie so gut wie erreicht. 1 Yard Raumgewinn. Anthony Brown schafft es, den Receiver der Bears ins auszudrängen. Wir haben einen zweiten Versuch und 9. Terry Cohn, diesmal haben meine Jungs aufgepasst. Tackle for loss. 3. und 11. Wieder kommt die Marcus Lawrence durch. Der kann sich jetzt gerade hier richtig gut durchsetzen. Wow, 4. und 11 von der 39. Den müssen die Bears ausspielen. 4. Versuch. Zeit für Trubisky. Das gibt's doch gar nicht, Leute. Wieder 20 Yards. Der Quarterback der Bears läuft 2 mal über 20 Yards. Und auch hier. Neues First Down, Trubisky. Großer, ich verliere das Spiel, weil mich ein Quarterback in Grund und Boden läuft. Das ist ja unfassbar. Second and goal. Und wieder Trubisky. Der hat in diesem Drive 60 Yards, glaube ich, gelaufen. Unglaublich. Also sowas habe ich noch nicht erlebt.
Und meine Defense ist nicht in der Lage, darauf zu reagieren. Jetzt ist Trubisky ja auch kein Lamar Jackson. 4 Punkte Führung für Chicago, 38 Sekunden vor dem Ende. Die haben hier 2 lange Drives hingelegt. Und meine Cowboys waren für einen relativ kurzen Drive nur auf dem Feld. Das ist ja unfassbar. Was haben die mich hier nass gemacht? Also, so bin ich selten vorgeführt worden. Wir haben noch 33 Sekunden auf der Uhr, aber gegen diese Defense brauchen wir jetzt einen Touchdown. Boah, Leute, das wird hart. Das wird richtig hart. Four Verticals. Wir attackieren die Mitte mit Witten. Ich achte auf Cooper, der im Slot steht. Der Ball geht zu Jason Witten. Und er ist unvollständig. Wir nehmen nochmal die Four Verticals. Konzentrieren wir uns auf Hearns und auf Cooper. Also wir attackieren von der linken Seite aus die Bears. Der Ball geht zu Hearns und der hat ihn. Wir sind an der 49-Yard-Linie. 21 Sekunden vor dem Ende der Partie. Ich schau mal, was wir hier haben. Aber da kommen wir, glaube ich, nicht an den Four Verticals vorbei. Wieder attackieren wir die Mitte mit Witten und Amari Cooper im Slot. Und Prescott läuft selbst, hat ein First Down an der 38-Yard-Linie von Chicago, 12 Sekunden vor dem Ende. Das heißt, die Bears sind schon im Prevent-Modus angekommen. Noch einmal die ganz klassischen. Wir haben noch 12 Sekunden auf der Uhr. Cooper attackiert wieder die Mitte. Und los geht's. Tiefer Ball auf Amari Cooper. Und der ist, ach Gott. Echt, also ich wünsche mir, dass meine Wide Receiver so gut wären wie manche Safeties. Unglaublich. Tja, was war die entscheidende Szene im Spiel? Definitiv dieser Drive, wo Trubisky, ich glaube, 70, 80 Yards gelaufen hat. Gegen einen, also einen Quarterback. Leute, das darf nicht passieren. Wir hatten das Spiel komplett im Griff und dann geben wir es so aus der Hand. Also ab jetzt müssen wir darauf achten, die Quarterbacks mehr in der Pocket zu halten. So, wir müssen gleich wieder ran. Also, erstes Quarter, 1 Punkte Rückstand. Wir attackieren die Mitte mit Witten. So, und der hat gleich mal einen schönen Catch. Wir sind an der 47-Yard-Linie. Da kommt auch ein Khalil Mack ein bisschen zu spät. Laufspiel Elliott über die Außen. Wir gehen über die linke äußere Seite. Ja, das war ja mal ein Block, der mal so überhaupt nicht vorhanden gewesen ist. 2016, 6 Yards Raumverlust. Wir nehmen den Stick, Kopf von links auf an der Slant Route. Den getippten Ball fängt Jason Witten auf. Leute, da haben wir Schwein gehabt. Ball ist an der 43-Yard-Linie, neues First Down. Wir nehmen mal einen Slant-Spielzug, Cooper und Cobb. Wir sind am Ende des ersten Quarters. 105 Minuten sind zu spielen pro Quarter, also mächtig viel Zeit. Aber wie gesagt, diese 3 Passing-TDs, die sind schon hart. Und da hat Elliott einmal eine Lücke. Ich laufe jetzt an der 5-Yard-Linie ins Aus. Denn wir brauchen ja Passing-TDs. Wir nehmen dafür einen Double Slant mit Cooper und Cobb von der linken und Gallup von der rechten Seite. Wieder ein getippter Ball. Aber gute Defense hier der Bears. Wir bleiben bei dem Double Slant. Wieder werden die Safeties etwas nach vorne gezogen. Und das ist der Touchdown für die Cowboys. Cobb konnte sich da aus der Press Coverage lösen, kam auf seine Slant Route und dann
war er auch frei im Backfield. Ausgleich 14:14. Wir haben den ersten Passing TD erzielt. So, wichtig daran denken. Mit Trubisky versuchen, in der Pocket zu lassen, dass der dann nicht wieder so rausläuft. Das müsste uns eine große Lehre sein aus dem vorherigen Spiel. So, das heißt, Quarterback Contain. Erster und 10. Man in Motion. Das ist Tariq Cohen, der läuft. Kommt bis an die 27-Yard-Linie. 2 Yards Raumgewinn. Bedeutet einen zweiten Versuch und 8. Vollständiger Pass und ein Riesenhit von Sean Lee. Aber der Receiver hält den Ball fest. Das ist ein dritter Versuch und 3. Nur ein Running Back im Backfield. Wieder kurzer Pass, First Down. Chicago an der 43-Yard-Linie. Neuer erster Versuch und 10 an der 43. Wieder ist es Tariq Cohen, der dem ersten Tackle mit seinem Speed ausweichen kann. Wir haben einen zweiten und 7 an der 46-Yard-Linie. Die Bears schon wieder mit einem ellenlangen Drive. Das ist Wahnsinn. Immer so 2, 3 Versuche. Die kriegst du nicht gestoppt. Tiefer Ball und der ist intercepted. Kaum Saris. Pickt Woods, unser Safety, den Ball herunter. Wir haben einen Pick. Erster und 10 Cowboys an der eigenen 36-Yard-Linie. Das kam mal komplett unvorbereitet. Wir laufen mit Elliott. Wir laufen mit Elliott nirgendwo hin. Meine Güte. Zweiter Versuch und 9. Wir nehmen den Stick. Nein, wir nehmen nichts mehr, denn der dezente Hinweis wieder einmal aufs Two-Minute-Warning. Was mir das auf die Nerven geht, das kann ich keinem sagen. So, nochmal wieder der Stick. Kopf von links. Ich achte auch auf Elliott, aus dem Backfield kommt. Aber der ist gut gecovert, aber damit ist Kopf natürlich frei. Das ist noch kein First Down. Wir haben einen dritten und 1. Attackieren die Mitte mit dem Level Sail. Die Mitte. Die rechte Seite mit Witten und mit Elliott. Und da ist unser Running Back. Kommt bis an die 38-Yard-Linie. Wir sind in der Hälfte der Bears und haben einen ersten Versuch und 10. Double Slants. Cooper und Kopf von links. Gallup von rechts. Das sieht schon wieder nach einer Press Coverage aus. Oh, den muss Kopp haben. Ich habe keinen Possession Catch gemacht, weil ich eigentlich dachte, das würde reichen. Wir nehmen den Dick and Go Attack in die Mitte mit Witten. Ich achte aus dem Backfield kommend, aber auch auf Zeke Elliott. Der bekommt den Ball und der hat einen First Down. Und das ist ein Running Back. Den kriegst du nicht so schnell zu Boden. Wir sind an der 13-Yard-Linie in der Red Zone von Chicago. Erster und 10 Cowboys. Bis dato kommt mir doch der gesamte Spielverlauf hier sehr bekannt vor. Witten attackiert die Mitte. Wir achten auf Cooper links im Slot. Elliott ist meine Sicherung. Auf diese Sicherung gehen wir auch. Der wird aber sofort weggenatzt an der 9-Yard-Linie. 4 Yard Raumgewinn. Cooper und Kopp gehen wieder auf Slants. Das ist ein First Down an der 1-Yard-Linie, aber es ist kein Touchdown. Ich nehme eine Auszeit, damit wir hier nicht irgendwie in Zeitprobleme kommen und hier anfängt die ganze Sache hektisch zu werden. Wir nehmen den X-Slant, also Cooper von links auf einer Slant, Witten meine Sicherung. Die Bears werden hier jetzt alles nach vorne werfen. Pass in die Endzone, das ist der weiter Passing TD und die Führung 20:13. Jetzt kommt noch der PET, also wir sind hier mehr als im Soll bis jetzt. 21:14. 22 Sekunden vor dem Ende der ersten Halbzeit. Da dürften wir doch die 7-Punkte-Führung mit in die Pause nehmen.
Der Kick geht bis in die Endzone der Bears. Wir sehen keinen Return, Kneel Down. An der 25-Yard-Linie kommt die Offense von Chicago wieder aufs Feld. Und wie gesagt, ich denke daran, ab jetzt Trubisky versuchen, in der Pocket zu halten. Ah! Ein Fumble, der Ball ist frei, kann jetzt von den Bears gecovert werden. Die Marcus Lawrence, da war ich gerade echt verunsichert, um zu schauen, wo geht Trubisky eigentlich hin. Das war's. Die erste Halbzeit ist vorbei. So, die zweite Halbzeit beginnen wir jetzt mit dem Kickoff und nicht wundern, ich probiere einen Onside-Kick. Einfach, weil ich verhindern möchte, dass die Bears hier schon wieder so einen 4-5-Minuten-Drive hinlegen. An der 44-Yard-Linie kommt Chicago aufs Feld. Ich könnte sogar noch einen Hit-Stick-Tackle setzen. Erster und 10 für Chicago. An der 44. Vollständiger Pass. Das meinte ich damit. Das ist wieder so ein 2-Yard-Pass. Immer diese kleinen, kurzen Dinge. Dann kommt dann ab und an mal ein Lauf eingestreut und auf einmal sind 5 Minuten des Spiels vorbei. Terry Cohn. Leute, hallo. Xavier Woods mit Problemen beim Tacklen. Schafft es aber dann doch alleine. Aber schaffbarer dritter Versuch und 2. Es ist ein Lauf über Cohn. Oh, das war überraschend. Der verliert Yards. Vierter und 3 an der 38-Yard-Linie. Und die Bears spielen das Ding aus. Versuchen gar nicht erst, es irgendwie zu tarnen, zu faken. Hier wird sofort weitergespielt. Trubisky wirft vollständig. Und das ist ein Fumble. Ein First Down wäre es gewesen. Mel Renfro hat den Ball. Läuft jetzt Richtung Endzone. Wird verfolgt von Trubisky. Wir brauchen noch einen Passing-TD. Wir gehen an der 5-Yard-Linie in Seiten aus. Was für ein Play meiner Defense. So, jetzt der dritte Passing-TD. Dann hätten wir das Bonus-Scroll erreicht. Cooper und Gallup von der linken Seite. Kopp kommt von der rechten auf Slant Routes. Ich setze Witten sogar nochmal zurück. Prescott, ganz cool, aber gut verteidigt. Komplette Man-to-Man-Coverage hier. Ich bekomme hier fast nicht machen, was ich will. Wir nehmen mal den X-Slant. Also jetzt nur Cooper als Wide Receiver von der linken Seite kommend. Und diesmal hat er den Ball. Das ist der dritte TD. So, damit haben wir den Bonusstern erledigt. Jetzt müssen wir das Spiel in Anführungszeichen nur noch gewinnen. Aber das sieht natürlich gut aus, weil wir jetzt, wenn der PET gut ist, eine 14-Punkte-Führung haben. Wir liegen also mit 2 Touchdowns vorne. So, und jetzt können wir uns in aller Ruhe anschauen, was Chicago hier gleich macht. Der Ball geht bis in die Endzone. Wird retourniert. Bis zur 27, 1. und 10 für Chicago. Cover two men. Oh, oh, oh. Unvollständiger Pass von Trubisky. Zweiter Versuch und 10. Und wieder den Quarterback contain. Ich will nicht, dass der nochmal gegen uns solche Runs hinlegt. Was er hinlegt, sind solche Pässe. Ein neues First Down an der 38-Yard-Linie. Ja, da spielen die Bears wirklich gut. Wirklich guter Football in Chicago hier zeigt. Die Marcus Lawrence kommt. Das meinte ich damit. Der wäre sonst wieder, wer weiß, wohin gelaufen. Und so ist es ein Sack. Die Marcus Lawrence hat ihn in die Arme getrieben von Crawford. Und der sagt, guten Tag, Herr Trubisky. Und wir haben einen Sack. 2. und 11. Kein Running Back im Backfield. Das wird auf jeden Fall ein Pass. Oh, ich habe die Pocket nicht schließen können. Glück gehabt. 3. und 11. Ball an der 37-Yard-Linie.
Oh, da haben meine Cowboys nicht aufgepasst. Der Slot Receiver. Burton. Ist Burton nicht der Tight End? Ich bin mir jetzt nicht sicher, ehrlich gesagt. Auf jeden Fall ist es ein Erster und 10 an der 42-Yard-Linie für Chicago. Trubisky wieder unter Druck. Da muss er den Ball wegwerfen. Zweiter Versuch und 10. Incomplete Pass. Dritter Versuch und 10 an der 42-Yard-Linie. Und wieder Trubisky auf der Flucht, aber das ist das jetzt meine. Jetzt stehen da vorne mal auch ein Linebacker, der einfach mal steht und sagt, schauen wir mal, was der gute Mensch hier vorhat. An der 37-Yard-Linie würden die Bears jetzt gerne punten. Ich schicke mal meine Safe Formation auf Feld. Wirklich. Der geht weit. Oh, der war gut. Der geht nicht in die Endzone. An der 2-Yard-Linie geht der Ball ins Aus. Da haben wir einen ersten Versuch und 10. Das ist toll. Aber wir stehen quasi mit dem Popo in der Endzone. Erster und 10. 40 Sekunden vor dem Ende des dritten Quarters. Lauf Elliott durch die Mitte. Erstmal sehen, dass man hier hinten wegkommt. Und das gelingt gleich beim ersten Laufversuch. Das Schöne ist, ich muss jetzt nicht mehr passen. Und das werde ich jetzt auch nicht mehr großartig tun gegen die Chicago Bears. Jetzt wird gelaufen. Wir nehmen Zeit von der Uhr. Nähern uns jetzt schon dem Ende des dritten Quarters. Ich habe keine Ahnung, wo da gerade mein Fullback hin ist. Wenn er den Tackle gesetzt hätte, hätte ich weiter durch die Mitte laufen können. So, das dritte Quarter ist vorbei. Es geht in Schlussviertel. Erster und 10 Cowboys an der 21-Yard-Linie. 5 Minuten noch zu spielen. Lauf Elliott durch die Mitte. Neues First Down an der 33-Yard-Linie. Das ist natürlich das Ideale, wenn du im Schlussquarter, wenn so langsam die Defense auch müde wird, wenn du dann laufen kannst, weil das Spiel eigentlich schon in ziemlich trockenen Tüchern liegt. Oh, Elliott, das ist wieder ein First Down. Ball an der 46-Yard-Linie, neuer Erster und 10 für die Dallas Cowboys. So, wir täuschen den Lauf rechts an, laufen über die linke Seite. Elliott bis an die 40-Yard-Linie. Ich glaube, wir brauchen jetzt nur noch einen Lauf über 10 Yards, um Elliott in the zone zu bringen. Ja, genau 4 von 5, da steht's. Elliott durch die Mitte. Boah, der ist nicht mehr zu stoppen. Kommt bis an die 29-Yard-Linie. Ein Riesenrun von Elliott nach dem anderen. Erster und 10 jetzt. Und wir sind in the zone. Das heißt, ich darf jetzt nur nicht Yards verlieren bei einem Laufversuch. Elliott kann das erstmal genießen. Jetzt ist erstmal Pollard auf dem Feld. Unser Rookie Running Back. Und der wird weggenutzt von Chicago. Zweiter Versuch um 10. Bleibt trotzdem auf dem Platz. Wir laufen trotzdem weiter. Wieder Pollard. Da sieht man den Unterschied zwischen einem Rookie, ja, und dem in 3 Jahren zweimal besten Running Back der NFL. So, Wirtz, Jay Shake. Wir schicken unsere Receiver Richtung Endzone. Achten aber auf Witten, der die Mitte attackiert. Der hat den Ball, aber der hat keinen First Down. Dann wird er ins Aus gedrängelt und geschubselt. So, wir sind beim Two-Minute-Warning angekommen. Wir sind an der 22-Yard-Linie. Und wisst ihr was, ich nehme einfach nur das Field Goal mit. Wir brauchen hier keinen vierten Versuch auszuspielen. Der Field Goal-Try ist gut. 31-14 für Dallas. Der Kickoff der Cowboys wird durchgeführt. An der 5-Yard-Linie kommt er herunter. Jetzt der Return der Bears. Der ist gestoppt an der 30-Yard-Linie. Erster Versuch und 10. Wir gehen in die Cover-2-Man-Defense. Erster und 10 an der 30-Yard-Linie. Vollständiger Pass von Trubisky.
No-Huddle-Offense jetzt von Chicago. Und was für ein Pass. Da war Renfrow aber meilenweit weg entfernt von dem Receiver, den er decken sollte. Erster und 10. Schöner Hit von Xavier Woods. Zweiter Versuch und 1 an der 32-Yard-Linie. Und fast die Interception. Wir haben einen dritten Versuch und 1. 44 Sekunden vor dem Ende des Spiels. Interception. Sean Lee steht in der Mitte, pickt den Ball. So, wenn noch irgendwo Unstimmigkeiten oder Hoffnungen bei Chicago gewesen sind, ich glaube, jetzt sind sie ausgeräumt. Die Bears haben noch 3 Auszeiten. Ich glaube nicht, dass sie die jetzt noch großartig nehmen werden. Elliott läuft durch die Mitte. 2 Yards Raumgewinn. Nein, kein Timeout mehr bei Chicago. Auch das Ding hier ist jetzt durch. So, 0-1 Trap. Lauf Elliott durch die Mitte. Kommt nochmal bis an die 44-Yard-Linie. Schaffen wir noch ein Play? Nein, das tun wir nicht. Die Zeit läuft runter. 31-14 schlagen wir Chicago. 1, 2, 3, 4. Alle 4 Sterne, die es maximal gab, geholt. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.